In einem Land am Ende der Welt leben die Vulkanos. Da wohnt auch Kato und seine Familie. Flambia, seine beste Freundin, wohnt im Nachbarvulkan. Sie sind alle Vulkanos und tun, was Vulkanos am besten können. Pup sein! Kratos bekommt Besuch von seiner Cousine. Flambia ist genervt, weil das Mädchen tut, als ob sie ein Baby ist. Sie spricht gar nicht und ist außerdem viel zu süß. Irgendwas ist faul. Als alle Vulkanos eine schreckliche Verstopfung bekommen, hilft nur eins. Die Kackmelle! Doch die Krankheit ist kein Zufall und Flambia geht dem Rätsel auf die Spur. Ich würde das anderen Kindern weiterempfehlen, weil es total lustig ist. Am lustigsten fand ich, wo die Vulkanos gefurzt haben.